Ja, so war mein Vater. Ja, das habe ich aber auch irgendwo von dem geerbt, ne? Dieses enge Verhältnis zu den Tieren. Ich sage heute noch oft für meine Frau, also wenn es nach mir ginge, da könnten unsere Schweine ruhig bei uns in der Besucherritze mit übernachten. Oh, das würde man natürlich jetzt nicht machen, ne? Allein schon wegen der strenge Geruch. Ne? Weil so Schweine, die haben ja sehr empfindliche Nasen. Ja, das muss man ja. Ne, dat, aber viele von meinen Kollegen mussten ne, deshalb schon dran geben in der Landwirtschaft. Ne? Der Breuers Dieter zum Beispiel, ne, der ist wenigstens in der Branche geblieben. Der arbeitet nämlich jetzt in so einer Massentierhaltungsfabrik für Hühner. Und das ist ganz interessant. Der hat mir mal erzählt, wie das da geht. Und zwar fummeln die da die Eier aus diesen engen Legebatterien raus und legen die in Bio-Verpackungen rein. Ne? Und dem seine Aufgabe ist es, in jede Bio-Verpackung noch eine Hühnerfeder mit reinzulegen. Aber das war damals natürlich auch deshalb, weil es kostete alles nichts. Damals, wenn ich mich überlebe, wenn du damals eine Kuh decken lassen wolltest, das hat 20 Mark gekostet. 20 Mark. Da konntest du es nicht selbst für machen. Also, ja. Oder?